Hallo zusammen, heute machen wir leckere Antipasti. Was wir dazu brauchen? Kleine frische Paprikaschoten, die habe ich jetzt schon ausgehöhlt und gewaschen. Etwas Frischkäse und eine Kräutermischung habe ich da. Das sind so frische Gartenkräuter drin und etwas Öl zum Anbraten von den Paprikaschoten. Wir machen gleich weiter. Lasst euch überraschen. Das Rezept ist eigentlich ganz gut. Eine leckere Beilage, auch zum Grillen zum Beispiel. Oder einfach mal so als Snack zwischendurch und viel günstiger als im Supermarkt oder beim Feinkosthandel. Lasst euch überraschen, weil es ist echt lecker. Jetzt braten wir ganz kurz unsere Paprikaschoten an. In der Zwischenzeit werde ich dann den Frischkäse mit unseren Kräutern vermengen. Das richtig schön durchrühren. Dann lassen wir die Paprikaschoten abkühlen. Und dann werden sie gefüllt und kommen ins Öl. Ich zeige euch das dann, wie es ausschaut, wenn die Paprikaschoten fertig sind. Die sollen nicht richtig durchgebraten werden, nur leicht angebraten. Und ja, das dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten und dann sind wir schon fertig. Wie man jetzt schon erkennen kann, werden unsere Paprikaschoten leicht angebraten. So sollten sie denn eigentlich aussehen im Großen und Ganzen. Ich lasse die jetzt nochmal 5 Minuten in der Pfanne drin. Habe jetzt auf dem Frischkäse noch etwas Knoblauchpulver dazugegeben, da wir keinen frischen Knoblauch zur Hand haben. Wer mag, kann natürlich auch klein geraspelten oder klein gehackten frischen Knoblauch hinzugeben. Und dazu gesellen sich jetzt noch ca. 20 Gramm gehackte Haselnüsse. Das gibt dem ganzen Käse dann ein richtiges Aroma. Wir lassen jetzt diese Paprikaschoten hier noch so ein bisschen ausbrutzeln, lassen die kalt werden, weil wenn wir die gleich befüllen, wenn sie noch heiß sind, so läuft uns direkt. Wie man jetzt sehen kann, sind unsere Paprikaschoten schon leicht angebraten, so leicht braun, so wollen wir das haben. Ich lasse die jetzt noch mal 5 Minuten drin in der Pfanne. Ich habe jetzt auch dem Frischkäse noch etwas Knoblauchpulver hinzugefügt. Wer möchte, kann auch frischen Knoblauch nehmen, wenn er jemand das zu Hause hat. Und dann habe ich auch noch gehackte Haselnüsse dazugegeben. Das gibt dem ganzen Käse ein richtiges Aroma. Und wir werden das dann, wenn die Paprikaschoten abgekühlt sind, werden wir den Käse dann quasi in die Paprikaschoten befüllen. Oder ja, so irgendwie. Also ich zeige euch, wie es weitergeht. Bis gleich. Unsere Paprikaschoten habe ich jetzt schon aus der Pfanne geholt. In der Zwischenzeit habe ich jetzt schon mal den Frischkäse verrührt, wie ihr sehen könnt. Und das geht jetzt für eine Nacht in den Kühlschrank. Dann werden auch die Paprikaschoten bis dahin schön abgekühlt sein und morgen mit befüllt. Und dann sehen wir uns wieder. Bis morgen. Ciao. Unsere Paprikaschoten sind jetzt aus dem Kühlschrank. Da sind sie. Sind auch schon gut abgekühlt. Der Käse war jetzt auch im Kühlschrank, ist ein bisschen durchgezogen und ich habe jetzt hier ein Gefäß mit verschiedenen Kräutern und gefriergetrockneter Petersilie. Das wird jetzt mit ein bisschen Öl aufgegossen und dann kommen da unsere gefüllten Paprikaschoten hinein. Und wie ich die Paprikaschoten fülle, zeige ich euch gleich. So, ich nehme mir mit einem scharfen Messer etwas von unserem Frischkäse raus. Und fülle so langsam die Paprikaschoten. Habe mir da jetzt einen Handschuh angezogen, damit es nicht so klebrig wird. Dann wird es nochmal abgestrichen und dann machen wir die zweite Schote. Und wenn die Sachen fertig sind, wird es nochmal mit Öl übergossen. Und dann geht es in den Kühlschrank und dann können wir schon bald genießen. So, ich mache jetzt mal weiter. Ihr braucht da nicht dabei sein, weil das ist immer dieselbe Prozedur. Und ich melde mich dann. Ja, so sehen dann unsere gefüllten Paprikaschoten aus. Mit Frischkäse. Das Einzige, was jetzt noch dazu kommt, ist ein bisschen Öl. Ich habe, wie gesagt, da unten schon die Gewürze drin. Ich übergieße das jetzt mit Öl und dann lassen wir es durchziehen und lassen es uns schmecken. Wie gesagt, wenn ihr noch von dem Frischkäse was über habt, nicht wegschmeißen. Der passt super gut aufs Brot drauf. Kann man sich in so eine kleine Dose vielleicht abfüllen, wenn es sein sollte. Und einfach aufs Brot, schmeckt super lecker. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkosten.
Nachkochen, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Bis bald. Ciao. Einmal frisch durchgemischt sollte das dann so aussehen, dass sich die Kräuter mit dem Öl verteilen und dass dann jede Schote auch ein bisschen benetzt ist. Und ich denke, es wird wieder wunderbar. Also, bis bald.